Hallöchen zusammen, ich bin hier wieder zurück in Wichern. Das war praktisch die Ruine, wo ich dieses erste für mich Artefakt gefunden habe. Und zwar, weil es hier noch den Aussichtspunkt gibt, den ich vergessen habe oder übersehen habe in dem Moment. Okay, ich habe so eine Idee, wie ich da hochkomme. Mal gucken, ob die so klappt, wie ich möchte. Vermutlich nicht. Können ja natürlich wahrscheinlich auch einfach da vorne selber hochklettern. Habe ich so eine Vermutung. Aber so geht es natürlich auch. Gerade ich fall hier runter. Diese Vögel da unten. Sehr schön. Da hinten irgendwo was. Ich dachte vielleicht oben an den Dingern. Muss ich dem echt auf den Kopf steigen? Okay. Sieht hier immer sehr schön aus. Synchronisierung abgeschlossen. Okay. Schön, dass du auch. Ja, halt hier mal sitzen. Glaube, ich möchte einfach mal da hochklettern, wenn das machbar ist. Okay, hätte jetzt gedacht, dass hier oben vielleicht auch noch was versteckt ist. Nächstes Ziel, nachdem wir hier synchronisiert haben, wäre tatsächlich erstmal das Rätsel hier. Da kann ich noch nicht, das haben wir gerade von oben gesehen, Stärke 160. Da würde ich, glaube ich, ordentlich vermöbelt werden. Aber das Rätsel hier können wir noch mitnehmen. Und dann geht es weiter mit der Hauptquest. Das war unten ein Heuhaufen. Nee, das ist keiner. Oh. Verdammt. Ja, hätte ja passen können. Dann schwimmen wir mal in Runden. Oder wir warten in Runden, wie es aussieht. Weißt, dass du wie ich sein kannst, statt dumm und streitbar zu sein wie die Hai. Guter Mönch, okay. Du musst mit deinem Glauben nicht prahlen. Wurde dein Glaube in letzter Zeit herausgefordert? Schon mal über den heiligen Weg nachgedacht? Er ist besser, das schwöre ich dir. Ich bin glücklich mit meinen Göttern. Sicher nicht so glücklich wie ich mit meinem. Er erlaubt mir, den Zorn abzuschütteln. Ich bin nie wütend. Nie. Schön für dich. Ohne Zorn in meinem Leben bin ich völlig verändert. Nicht mehr auf Besitztümer aus wie du. Sie sind bedeutungslos, weil er mich liebt. Du kannst mein Haus verbrennen, mein Hab und Gut zerstören. Ich werde nie zornig werden. Ich will, dass du weißt, dass du wie okay. Ich sein kannst. Statt ja, nur zu, zerstöre meine Kisten. Siehst du, ich verspüre keinen Zorn. Du kannst dich hier niederlassen. Das stört mich nicht. Bald wird Ruhm abschwören. Ich will,
Werde ich das? Dumm und streitbar zu sein wie die Heiden. Nur zu. Und dieses Gehöft, das Vieh, es gehört alles dir? Es gehört nicht mir, sondern Gott. Ich bekenne mich zu Gott und teile alles. Ja, das hattest du erwähnt. Na los, zerstöre noch mehr. Mein Glaube ist standhaft. Danke, o Herr, dass du diesen Teufel sendest, meinen Glauben zu testen. Na dann. Du scheinst verloren und... Also ich hätte ja gedacht, dass er wenigstens bei deinem Kummer ein bisschen meckert. Oh, nö. Brenn es nieder. Das berührt mich. So, den Brief lesen wir natürlich. Eiliger Brief eines Mönchs. Nun, im 875. Winter seit dem Tod unseres Herrn Jesus Christus, am Tag des Mondes, im Monat des Krieges, habe ich meinen Namen von Egil in Synnegar den Frommen geändert. Ich entsage den ihr wegen meiner Vergangenheit und lege den Namen ab, dessen Träger von der Sünde beherrscht wurde. Nun habe ich das Licht gefunden, das meine Dunkelheit langsam aufklärt. Er vergibt mir. Okay. So. Okay, da bringt mal gar nichts. Gott. Hilf mir, sei meine Augen. Kannst du jetzt mal schon wieder die falsche Taste? Oh, endlich mal. Okay, das ist wahrscheinlich der Schlüssel, den man dann kriegt. Naja. Naja, mach's auch, was ich möchte hier. Was siehst ich hab's du, halt echt nicht drauf. Ich glaube, das mit dem Anzünden mal und dann brenne ich mal wieder selber, ist klar. Ja, das Feuer! Vergangenheit auf dem Scheiß. Ist klar. Sag mir, guter Mann, was warst du, bevor du so fromm wurdest? Ich war genau wie du. Ein dummer Heide, ohne Ziel und voller Gewalt. Übrigens, du solltest beten, ehe es zu spät ist. Zu spät? Für was? Um eine ewige Landplage zu werden wie du? Und jetzt stehst du auf. Ich fürchte, du hast deinen Stuhl besudelt. Schlüssel nehmen. Was ist das? Oh nein, das ist... Also, dieser Schlüssel... Tu damit, was du willst. Wirf ihn in den Fluss
Mein Glaube ist unerschütterlich. Okay, dein Glaube ist also unerschütterlich. Oh, stinkt es. Wie auf einem Schlachtfeld. Leichen? Sind das andere Bekehrte? Oder vergangene Schandtaten? Deine Entschuldigungen beschmutzen meine Rechtschaffenheit. Aber mein Glaube lässt sich nicht beschmutzen. Gepriesen sei der Herr. Gepriesen sei gar nichts. Welche Schandtaten verbirgt dein köstliches Gewand? Eine ganze Menge anscheinend. Was für Schandtaten hast du begangen? Du bist nicht bekehrt. Du bist ein dreckiger Lügner. Stammt dein Besitz von der Kirche? Ich bin Christ durch und durch. Ein mildtätiger Geistlicher. Mein Heidentum ist Vergangenheit. Ich bin... Ein Heuchler bist du. Ohne Ehre. Du solltest für deine Schandtaten büßen. Unschuldige Menschen sterben durch deinen neuen Glauben. Du hattest deine Chance, Heide. Ich bin dadurch ein besserer, reicherer Mann. Ich habe mich verändert und... drauf geschissen. Ich bin immer noch das gleiche blutrünstige Miststück. Stirb, du Scheißefresser! Stirb tausendfach, wie die anderen auch! Du hättest auf einen Haufen Scheiße geschmissen. Du solltest dich auf einem Ting für deine Schandtaten verantworten. Oh, der macht Ohr. Na, im Wasser hätte jetzt nicht unbedingt sein müssen. Komm raus. Sehr schön. Das sind oft die, die vorher zu viel genommen haben. Weltereignis abgeschlossen. Der fromme Droll. Trophäe erhalten das trägliche Leben. Und hier brennt es ordentlich. Okay, dann haben wir den im Flug sogar erwischt. Dann geht's jetzt mal weiter hier zu eine Insel der Aale, Teil von das Lied von Soma, Kapitel 5. Ivor muss ihr Wiegmund stellen und Grandabrück hier befreien. Okay. Habe ich jetzt in die richtige Richtung? Natürlich nicht. Ist natürlich schon wieder abgewählt. Ja, sind ja nur 100 Meter knapp drüber. Verlorenen Seelen der Toten rechtfertigen müssen. Bin mir immer noch nicht sicher, ob ich den richtigen erwischt habe, natürlich. Oh, da ist er. Soma. Eivor, du bist immer noch an meiner Seite. Das vergesse ich dir nie. Wir alle brauchen jemanden in dunklen Zeiten. Und jetzt holen wir uns Wigmunds Kopf. Gut. Beim ersten Anzeichen von Ärger stoßen meine Leute dazu. Okay, das heißt, ich soll erstmal schleichen. Bin da nicht voll, sehr schön. Das Kleine nehme ich noch mit. Ich hoffe, er mag die Aussicht. Es ist das Letzte, was er je sehen wird. Eivor, Blitze zucken mir durchs Blut. Ich höre die Stimmen meiner abgeschlachteten Leute und sie rufen Wigmunds Namen.
Dieses Kloster wird er nicht lebend verlassen. Na, da wollen wir mal gucken, ob das auch tatsächlich so ist. So, da haben wir schon mal die ersten Gegner. Mir juckt's in den Fingern. Wo ist die Ratte? Ich hatte jetzt gedacht, ich kann den hier rüberziehen, aber anscheinend nicht. Ich werde ihn bei lebendigem Leibe häuten. Ich reiße ihm mit bloßen Zähnen die Kehle aus dem Hals. War nicht so ein Grach. So. Nicht, dass sich hier oben noch einer entdeckt. Das wollen wir ja nicht. Bist du hier drin oder bist du draußen? Oder bist du hier vor der Tür? Kannst du von mir aus bleiben? Ich kann Wigmunds Angst schmecken. Es juckt mir in den Fingern, ihn zu töten, Eivor. Geduld. Ich greife an, wenn die Zeit reif ist. Ja, finde ich ganz gut. Das ist auf jeden Fall schon mal das Kloster. Oh Mist, ich dachte, ich kann hier rüber. Kann ich da rein, da hoch, bitte? Ist schlechter. Will ich noch einen anderen Weg rein, verdammt. Anscheinend nicht. Nee, da oben auch nicht. Wollte ja zumindest mal nachgucken. Dass das nicht so die hellsten sind. Mittlerweile versuchen die ja fast alle hier rum zu treffen. Okay. Der hat doch irgendwie geklappt, ohne dass die jetzt Krawall gemacht hätten.
Den kriegen wir wahrscheinlich noch relativ leicht. Wollen wir uns mal mit pfeifen. Wie im Wespennest. Ich sehe mal besser im Heu nach. Ja, sieh mal im Heu nach. Komm. Komm zu Papa. Ich pass besser auf. Auf und auf. Jawohl. Ja. War jetzt auch Zeit. Kann ich die nochmal plündern? Nee, leider nicht, aber... So, kann ich auch mal voll? Hat er den gesehen? Ich kann... Verdammt! Okay, die Achse, die große Achse ist hier wahrscheinlich nicht das Beste. Wenigstens hat sonst keiner gehört. Haben wir schon gelesen? Gesessen. Der hat gesessen. Da guckt in die Richtung. Hölle! Dann wird es nicht mehr dauern. Wenn es mal nicht so läuft, wie soll. Der mich jetzt? Anscheinend schon. Wo sind da jetzt noch einer? Ich glaube, ich habe eine extreme Vorliebe für diese.
ist mir ja gar nichts mehr übrig gelassen. Bestimmt hat er sich irgendwo im Kloster verkrochen. Die Spannung ist an! Okay, zwei Fertigkeitspunkte mal wieder verdient, okay. Ich hätte ja gedacht, er ist da drin, aber... Hier ist er nicht. Oder doch? Nee. Also hier ist wirklich nichts. Tut mir leid. Guck mich nicht so böse an. Wo waren sie denn jetzt? Da drüben ist noch einer. Okay, da war noch einer. Er hat sich in das Kloster, genau. Das ist ja. Das ist auf jeden Fall ein brutaler Angriff. Okay, da oben anscheinend. Das Ziel. Sehr schön. Direkt von oben durchs Herz. So sei es. Zu Lebzeiten wurde mit meinem Namen zu fluchen, verleiht mir nur noch mehr. Mag ich auch sterben. Mein Orden lebt woanders weiter. Überall. Fügt euch! Gebt uns, was uns zusteht. Den Handel, den Reichtum, das Vermächtnis, alles! Fügt euch! Fügt euch! Fügt euch! Falls es eure Hölle wirklich gibt, freut es mich, dass du sie bald sehen wirst.
Schön, schön. In Zukunft muss ich mich in Acht nehmen. Häuser sollen gebaut, Felder sollen gestellt werden. Ja, dann kommen ja auch ein paar. Das Ende des Shows ist schon nicht. Das stimmt. Ich weiß, dass du recht hast, nur es ist schwer, dieses Ende zu sehen, wenn man noch im Auge des... Genau, den Wunder wollte ich. Wo müssen wir denn jetzt hin? 200 Meter in die Richtung? Keine Feinde mehr zu sehen. Genau. Bin ich doch ganz gut durchgekommen, finde ich. Sehr schön. Was ist hier los? Das sage ich dir nicht. Eivor, du warst mein Licht in der Dunkelheit. Garlin zu entlarven, seinen Verrat bloßzustellen. Hat wie ein stiller Schrecken Besitz von mir ergriffen. Ich hätte an deiner Stelle dasselbe getan. Das beruhigt mich. Aber da war noch was. Das hier ist für dich. Nimm ihn als Zeichen meines Danks, meines Respekts und meines Vertrauens. Mein Heer gehört dir, wenn du es brauchst. Ja, als Konasoma. Ich danke dir zutiefst. Und es gibt noch etwas. War ja klar. Als wir den Angriff planten, nahm Birna mich zur Seite. Wir haben uns auf etwas geeinigt. Am besten erzählt sie es dir selbst. Ich glaube, die bekleidet mich jetzt. Auf bald, Eivor vom Rabenclan. Ich hoffe, wir sehen uns bald in Grantabrück wieder. Birna, du hast heute einen großen Sieg errungen. Stell dich nicht in meinen Schatten, Dränger. Deine Klinge war die vorderste. Du bist wahrlich eine Naturgewalt. Wir haben alle hart gekämpft. Und nun gehört Grantabrück wieder euch. Ihr habt euer Zuhause zurück. Ach, bald wimmelt es dort nur so vor Händlern, Priestern und Gräven. Und der ganze schmuddelige Charme ist dahin. Und außerdem, da es keinen Platz für mich in Somas Herzen gibt, ist mein Zuhause ohnehin längst lautlos niedergebrannt. Für sie sind Grantabrück und die Menschen, das ist edel und etwas, das meine Fähigkeiten übersteigt. Deshalb habe ich entschieden, mich anderswo nützlich zu machen. Bei dir, in deinem Clan. Du willst im Rabenclan leben? Und mit euch segeln und plündern, wenn ihr mich wollt. Und sieh mich an, wer würde das nicht? Du bist herzlich willkommen, Dränger. Ein Balsam für meine Ohren. Meine Taschen sind schon gepackt. Okay, also ich bin mir ziemlich sicher, dass Birna nicht die Verräterin war. Ich
Quest abgeschlossen, eine Insel der Alle. Trophäe halten schwere Entscheidungen. Kanda Büchersage abgeschlossen, das Lied von Soma. Sehr schön. Das war ja eine erfolgreiche Runde. Ja, hier gibt es noch so ein paar Rätsel und sowas. Und natürlich Schätze. Viele Schätze. Die wollen wir alle haben. Jetzt gucken wir erstmal, wie wir hier weitermachen. Was haben wir denn hier? Gleichangriffsschaden ist immer gut für mich. Schon wieder eine neue Richtung. Verdammt. Fernangriffsschaden. Hier leichter Schaden. Okay. Immerhin schon mal 41. Wir brauchen Stärke 90 fürs nächste Gebiet. Okay. Tatsächlich, ich muss zwischendurch mal zurück nach Norwegen. Ich habe da, glaube ich, zu viel ausgelassen am Anfang. Sonst hätten wir schon viel mehr Punkte, also gerade mit den Rätseln und Schätzen. Aber das lässt sich ja durchaus alles nachholen, hoffe ich. Beim nächsten Mal wäre aber erstmal hier das Rätsel dran und hier im Umkreis die Schätze, würde ich sagen. Genau so sieht der ungefähre Plan aus. Dann haben wir hier noch eine Menge. Gibt noch massig zu tun. Ich freue mich drauf und sage jetzt erstmal bis zur nächsten Runde. Bis dahin, bye bye.